Geplant war, dass vor dem Verputzen jegliche Farbe von allen Wänden und Decken geholt wird. Aber im Balkonzimmer waren die Arbeiter mit Wasser und Spachtel gescheitert. Die einzige Möglichkeit, um die hartnäckige weiße Farbe von der Decke zu holen, ist diese Chemiekeule, Dispersionsabbeizer. Aber gibt's keine bessere Möglichkeit? Bevor ich mich um das Deckenproblem kümmere, muss noch was anderes erledigt werden. Der Tischler hat sich angekündigt. What follows is a brief construction montage. Ziel der Aktion: alle Türen gang- und schließbar machen. We hope you enjoyed this brief construction montage. Leider haben nicht alle Türen so eine schöne originale Holzoptik wie im Erkerzimmer oder beim Bad. Auf den Türen von Küche und Balkonzimmer klebte vor der Renovierung Jahrzehnte alter weißer Lack, wahrscheinlich noch aus DDR-Zeiten. Den Lack habe ich abbrennen lassen. Eine sehr aufwendige Arbeit, bei der man mit einem Heißluftföhn den Lack aufweicht und gleichzeitig mit einem Spachtel entfernt. Dieses Video hier zeigt, wie genau es funktioniert. Link in der Videobeschreibung. Tatsächlich sollte man eine Atemschutzmaske dabei tragen, weil giftige Dämpfe durch das Lösen des Lacks entstehen. Und so sehen die Türen nach dem Abbrennen aus, inklusive Türrahmen. Vorher, nachher. Ein bisschen muss noch nachgearbeitet werden. Farbig lackieren werde ich die Türen und Türrahmen aber nicht mehr. Zurück zum Deckenproblem. Die Deckenfarbe würden die Bauarbeiter gern mit der Chemiekeule entfernen. In einem Öko-Baumarkt wurde mir aber ein anderes Produkt empfohlen. That's what I'm talking about. Wait! Eine halbe Stunde kommt vom Alleine ab, oder wie? Ja, sollte eigentlich. Sollte eigentlich, ja. Aber theoretisch. Die Kalkpaste ist so alkalisch, dass sie sogar getrocknete Kunststoffdispersionsfarbe auflösen soll. Eine halbe Stunde später. Die Kalkpaste scheint zu funktionieren. Die Darstellung ist so nicht ganz korrekt. Ja, die Arbeiter haben die Decke abgebeizt, aber wahrscheinlich doch mit dieser Chemiekeule, denn am nächsten Tag komme ich in die Wohnung und die ganze Bude stinkt nach diesem Chemiezeugs irgendwie. Vielleicht kamen die Kollegen mit der Paste einfach nicht so gut klar und ich hab's dann dabei belassen. Weil ich mich aber wirklich frage, wie haben die Kollegen das Stuckrelief so sauber bekommen? Mit das haben wir noch 3 Tage Arbeit gespart. Das kriegst du nicht vom Bauhaus. Ja, natürlich. Die Keller. Wir haben einen Schablon gemacht und dann haben wir die Farbe abgebekommen. Also viel Geld für die Arbeit und das Stück ist nicht kaputt. Ja. Das Stück ist ganz ordentlich, siehst du? Ja. Also wie gesagt, du musst ein bisschen Kopf haben. Ne? Ja. Wie genau hat er die Form des Stuckreliefs in den Metallspachtel bekommen? Das frage ich dir nicht. Wenn ich sag dir, kann jeder das. Okay. Warum nicht? Ja, gut, alles klar. Danke. Vielleicht sind das die perfekten Stellen, an denen die Abbeizpaste auf Kalkbasis doch noch zum Einsatz kommt. Aber nicht jetzt. Wie ich ankündigte, kommt auf den Grundputz nun eine Schicht Feinputz. Nach langer Recherche entscheide ich mich für den Wandspachtel der Firma Kreidezeit. Er besteht aus Kalk, Marmormehl und Zellulose. Kein Plastik. Nach dem Anrühren muss die Spachtelmasse ein paar Minuten quellen. Danach lässt sie sich verarbeiten wie jede andere Spachtelmasse. Der Vorteil am Kalkspachtel: er passt perfekt zum Kalkgrundputz.
Aufgrund des hohen pH-Wertes der Spachtelmasse werden die Wände automatisch schimmelhemmend. Denn die meisten Schimmelpilze vertragen keine alkalische Umgebung. Die Arbeiten erstrecken sich über mehrere Tage. Und die Decke? Ich werde sie im Originalzustand lassen. Ich habe das Gefühl, dass das am Ende gut aussehen könnte. Zumindest hoffe ich das. Und im Balkonzimmer ist jetzt auch die abgebeizte Decke dran. Ich könnte die natürlich auch lassen, wie sie ist, aber das wird doch ein bisschen sehr schäbig. Als ich am nächsten Morgen wiederkomme, sieht das Balkonzimmer schon ziemlich gut aus. Die Decke ist komplett fertig geworden. Zwei Wände habe ich hier mit Absicht nicht verspachteln lassen. Das Grau des Grundputzes soll möglichst sichtbar bleiben. Und die immer noch hässlichen Stuckrosetten? Später. Standardverfahren, um Wände glatter zu machen, ist Schleifen. Das geht auch mit Kalkspachtel. Kleine Flächen per Hand und große Flächen mit dem Ding. Aber das Schleifen hat auch einen nicht übersehbaren Nachteil. Wenn so eine schöne Wand also geschliffen werden soll, darauf achten, dass es noch ein bisschen abkreiden kann. Ein bisschen abkreiden ist gut. Im Badezimmer wurde die Wand nicht geschliffen. Das hat einen Vorteil offensichtlich. Die kreide nämlich nicht ab. Und trotzdem ist die Wand für meine Fälle, okay, das reflektiert jetzt hier ein bisschen, aber für meine Fälle ist sie extrem glatt. Also vielleicht würde ich es beim nächsten Mal den Kalkspachtel nicht schleifen. Cool. Hätte ich ja vorwissen sollen. Hey. So, nach dem Spachteln aller Wände ist das hier der aktuelle Stand der Zimmer. Dann wäre es ja jetzt mal Zeit, sich endlich darum zu kümmern. Ich will die Stuckelemente von ihren geschätzt 82 Farbschichten befreien, die da nacheinander über die Jahre draufgekommen zu sein scheinen. Neben der Rosette in der Mitte gibt es zwei weitere Ornamente. Ein oder zwei Farbschichten hatten die Bauarbeiter herunterkratzen können, doch dann hatten sie Angst, was kaputt zu machen. Dann ist jetzt wohl Zeit für das hier. Ich habe mir die Dose selbst geschnappt. Eigentlich soll man diese stark basische Kalkpaste mit einem Spachtel auftragen. Wir werden gleich sehen, warum dieser Pinsel keine so gute Idee ist. Nach etwa 15 Minuten Einwirkzeit kann ich die Kalkpaste inklusive aufgelöster Farbe herunterkratzen. Die Restpaste kann zurück in den Behälter und wiederverwendet werden. Wenn man den Pinsel zu lange in der Kalkbeize lässt, aufpassen, die Kalkbeize frisst den Pinsel auf. Das heißt, die Haare lösen sich auf. So krass funktioniert das Zeug. Ich habe hier sogar an der Decke ganz viele Pinselhaare. Sieht man das? Erkennt man das? Das Nylonmaterial der Zahnbürste scheint nicht so stark auf die Kalkpaste zu reagieren. Ich will dir nichts beschönigen. Die Arbeit dauert ziemlich lange. Insgesamt stehe ich hier mehr als einen halben Tag auf der Leiter. Kopf nach oben, kratze, wasche ab, nochmal Paste drauf, weiter kratzen und so weiter. Und Farbschicht für Farbschicht erkenne ich immer mehr, welches Muster und welche Formen sich wirklich in den Stuckelementen befinden. Ein Stuckateur hätte vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können.
aber ich bin auch mit diesem Ergebnis zufrieden. Auch das andere Zimmer hatte Stuckelemente, die ließen sich aber glücklicherweise mit Wasser sehr viel einfacher säubern. Die größte Herausforderung bei der Renovierung liegt aber noch vor uns. In der nächsten Episode.